Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu ExoSock Sims 4. Ja, mitten bei den Quantums. Und der Papa hat heute also seinen ersten Arbeitstag als professioneller PC-Fuzzi-Dingsbums da, genau. Gut, Vater wird als erstes auch wack, sage ich. Oh Gott, das ist ja mal wieder eine Ausdrucksweise hier. Und der hat Hunger und der hat Superblase. Nee, Superhunger. Das heißt also, den Jungen lassen wir als erstes mal eine schnelle Mahlzeit essen, und zwar einen Cerealien. Und danach kommt der Vater erstmal ran, und Vater geht erstmal auf den Topf, würde ich mal sagen. Ja, Blase ist okay. Gehen wir erstmal auf den Topf, verwenden wir den mal. Weil Vater darf ja erst um 10 zur Arbeit, wa? Genau, der geht ein bisschen später. Das heißt also, das machen wir so von der Prioritäten. So, der Junge, der muss erstmal richtig schnell essen. Danach darf er mal seine Blase leeren. Dann ist Vater nämlich fertig. Ja, er fühlt sich wieder sehr unwohl. Das Bett war wieder blöd, und bei den Jungen, bei dem Vater, ist das Bett auch nicht das Beste gewesen, aber geht so. Gut. So, er ist am Futtern, danach darf er die Toilette benutzen. Irgendwas stimmt hier mit der Toilette nicht. Reparieren. Joa. Tolles Ding. Das kann nicht wahr sein. Nee, wir lassen da mit der Blase. Das soll er auf der Schule machen. Vater soll danach reparieren. So, war mal Vater hier. Komm mal her. Was hast denn Hunger? Wieso machst du nichts? Was denn los? Granatensalat fortsetzen. Ah, okay, macht da. Gut. Leichte Irritation. So. Der Sohnemann, der soll ein bisschen Spaß bekommen. Oder halt, nee, warte mal, der soll was anderes bekommen. Warte mal, war das gewesen? Konzentriert, wenn er Buch liest, Schach spielen, Konzentration aufbauen. Kicken wir mal. Der soll mal lesen. Und zwar soll er lesen. Ich habe gerade lesen, das letzte Einhorn. Nee, das erste Einhorn. Liest er mal das erste Einhorn? Ein paar Minuten hat er ja sozusagen ein Stündchen. Schauen wir mal. Alten, so wie der läuft, von der Küche bis zum Wohnzimmer 4 Minuten, den kann man ja auch die Schuhe besohlen beim Laufen. Ne? Das ist die Jugend von heute. Der Vater ist aber auch nicht besser, für einen Salat so lange zu brauchen. Das ist aber eh ein Salat mit viel Liebe oder so. Was? Keine Ahnung. Ja, und mit viel Fleischeinlage. Der hat sich in den Finger geschnitten. Ne? Gut, einmal nochmal schön durchgemischt. Ah, oh, der ist schön locker, der Salat. Der sieht gut aus. Aber er möchte lieber zu bekannter Nahrungsmittelkette hin, um da schnell sich was zu holen. Ist aber nicht. So, Sohnemann fühlt sich noch unwohl. Ja, Aber Papa kommt schon. Papa ist der Beste. Ja. So und so viele Minuten bis zum Unterricht. Da sehen wir den Counter. Ja, jetzt erzählt er was. Ja, die verstehen sich eigentlich ganz gut. So muss das sein. Schöne Vater- und Sohn-Beziehung. Ja, und der Vater darf heute nämlich auch arbeiten gehen. Ja. Oh, jetzt geht natürlich die Blase langsam los. Naja, der muss auf der Schule. Die werden auch Toiletten auf der Schule haben, ja. So. Gut. So und so viele Minuten noch. Gehen wir mal das mit dem Buchlesen auf jetzt. So. Und dann mal ab zur Schule mit dir. Und der wird das hier mal reparieren. So. Ersetzen ginge hoch 100 noch was. Nee. Kohle haben wir nicht. Unwohl, weil schmutzige Umgebung. Die meisten Sims mögen es nicht, von Schmutz und Unordnung umgeben zu sein. Und da haben wir aber auch was Neues. Was haben wir da?
hat die Geschicklichkeitsfähigkeit erworben. Aufgrund seiner neuen Geschicklichkeitsfähigkeit kann Exos jetzt Teile aus Müllhaufen recyceln und kaputte Objekte reparieren. Mit höheren Fähigkeitenlevel werden weitere Upgrade-Gelegenheiten verfügbar. Das heißt also, das wird ähnlich bestimmt wieder bei Sims 3 sein. Schauen wir mal. Und der repariert und repariert und repariert. Die Hyäne, naja. Lassen wir hier mal ein bisschen schneller reparieren. Oh. So. Er fühlt sich okay. Was können wir denn machen, um noch in Zucker. Tuning-Teile. Kann ich ja was tunen? Verwenden? Erfrischende Dusche. Nee, das geht alles nicht. Was können wir denn noch machen, um hier ein bisschen zu powern, dass der gute Mann bisschen besser drauf ist? Wir können ihn noch mal kurz vor der Tür jagen. Nee, können wir nicht. Wir können ihn erstmal aufräumen lassen. Na, aufräumen. Und bitte hier darf er weglegen. Genau. Bisschen Ordnung muss sein. Und dann lassen wir den hier nochmal wischen. Ich sehe gerade, da ist doch eine Pfütze. Aufwischen. Genau. Und dann ist nämlich auch Zähne und dann hat sich das auch erledigt. Ah. Voilà. Ne, wir haben immer noch ein paar Minuten. Was machen wir damit? Lassen wir nochmal pinkeln. Genau. So. Bei dem Geld, was der bekommt, du willst jetzt nochmal an den Computer? Du kannst gleich an den Computer und zwar auf der Arbeit. Mach mal ein bisschen hinne jetzt hier. So. Wäre ja schlimm, am ersten Arbeitstag zu spät zu kommen, ja? So, und dann geht die Zeitmaschine los. Da finde ich so genial, die Anzeige unten hier so. Zrrr. Hat ein bisschen was von zurück in der Zukunft oder sowas. Genau, back to future. So. Sohnemann ist da, was hast du denn? Er ist wütend. Warum ist er wütend? Halt, 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 halt. Zu jemandem gemein sein. Nee, 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 nee. Hat er denn Hausaufgaben bekommen? Schauen wir mal nach. Hausaufgaben nicht begonnen. Ja, das ist klar. Du darfst erstmal die Hausaufgaben machen. Ich hoffe mal, dass es das heute ein bisschen weniger sind. Und danach darf er sein Hobby nachgehen. Heute wollen wir mal Hobbyzeit machen. Wie lange hält denn das überhaupt an? 8 Stunden? Joa. Ärgerlicher Schultag. Toll. Gut. Aber der ist hier voll im grünen Bereich. Das heißt, vielleicht brauchen wir ja nicht so viel Hausaufgaben machen. Ich weiß das ja nicht. Kenne mich da echt nicht aus. 50%. Immer noch 50. 75. So, was hat er denn hier für Bedürfnisse? Spaß, oh Gott. So, gut. Jetzt geht's auf so Hobbys. Hobbys, Hobbys, Hobbys. Und zwar lassen wir wieder mal ein bisschen Zeug sammeln. Genau. Graben. Okay, was haben wir hier noch? Haben wir da nochmal was? Nee, das ist was anderes, aber da kann er sich einen Frosch holen. Frösche suchen. Was Jungs so halt machen, wa? Dann machen wir. Nee, ist das Pilz hier weg. Das ist nachher Gärtnerei und das will ich nicht verpassen. Der soll keine Ahnung davon haben, wo das Gemüse herkommt. Was haben wir da unten? Pilze. Nee, Pilze ist blöd. Ist hier so wenig Zeug zum Sammeln? War doch mal irgendwie mal mehr hier gewesen. Ja? Oh ja, da haben wir doch gleich was. Und zwar hier nochmal. Graben hier, graben da. Da hat er nochmal einen Frosch. Sehr schön. Und hier hat er nochmal graben und da glitzert was. Was ist das denn? Nee, das sind Pilzgewächse. So, lassen wir mal machen. Und danach darf er mal was essen. Und zwar darf er eine schnelle Mahlzeit. Er kriegt eine Mikrowellengericht.
Gut. Wo ist der Junge? Oh, er hat einen Hypnofrosch. Hypnofrosch? Wisst ihr, was Hypnofrosche sind? Das sind Frösche, aber wenn man an denen leckt, wenn man an denen leckt, dann ist man hypnotisiert. Ja. So viel dazu. Schubidu. Wo ist er? Junge, hat einen ganz schönen guten Gang drauf, war so richtig flott unterwegs. Oh, Vater bringt der Kohlen nach Hause. 248 Simoleon. Ist schon mal ganz anständig. Kommt langsam ein bisschen Kohle ins Haus. Ah, okay, der hat ja schon wieder was aufgesammelt. Und da hat er noch was. Oh, da, da, da. Was ist das? Wow, sehr schön. Ja, der gibt sich richtig Mühe damit. Und hat Kohle. Kohle, was hat denn jetzt Kohle gekostet? Ich weiß nicht. Irgendwas hat Kohle gekostet. Naja. Ju, da hat er nochmal der Frösche. Und da vorne sind nochmal der Minerals. Da vielleicht hier noch ein Minerals? Nee, war. Es ist eh schon wieder 18 Uhr. Schon wieder 18 Uhr. Also der ja arme Junge, der hat ja echt kaum Freizeit, wa? Das ist hier Stress ohne Ende. Ach, Vater ist zu Hause? Wieso ist er zu Hause? Ach ja, der hat um 18 Uhr schon Feierabend. Was hat denn der? Der hat die Blase nochmal. Die darf er denn auch mal gleich machen. Jo. Blase, Hyäne und sowas. Gut. Dann, Hunger hat er gleich weg. Das heißt, darf er einmal die Blase machen. Der darf duschen. Und was soll Vater noch machen? Gucken wir mal auf hier haben. 4 Stunden Videospiele spielen hat er gemacht. Und Computernutzung. Nicht begonnen, Tagesaufgabe. Das heißt, danach jeder mal den Computer. Und wird da programmieren. Plugin. Gut. So, ne Mann. Was ist los mit dir? Angespannt. Warum bist du angespannt? Was ist los? Brauch Vergnügen. Brauch Vergnügen. Fernsehen. Ja, Kanal schauen. Action-Kanal. So. Oha, das ist ganz übel. Oh, jetzt ist er sogar wütend. Schauen wir mal. Ah, jetzt geht's wieder hoch. Sehr schön. So, machen wir den hier mal weg. Jemanden kennenlernen. Was ist hier los? Wütend rumtoben. Nee, hier gibt's doch was nicht hier. Wird hier nicht wütend rumgetobt hier. Bisschen mehr Anstand hier. Auch wenn alles Leben schwer ist, aber ist so. Oh, ich fange an zu müffeln. Oh Gott. Wollen wir mal schauen, dass der Vater hier mal mit der Dusche fertig wird? Papa, mal hinne. Wir haben hier keine Zeit. Genau. Rucki zucki hier, aber ein bisschen hurtig. So, programmier mal. So. So, ne Mann. Hygiene. Warte mal, was gibt's denn für eine tolle... Kaltduschen? Hilft das? Kommt man dann wieder runter? Gucken wir mal. Und danach darf er auch nochmal spießen. Ärgerliches Häufchen machen. Ein ärgerliches Häufchen. Ja, machen wir ein ärgerliches Häufchen. Oh Mann, das Mikrowellenessen war wieder scheibisch. Warum wird das Mikrowellenessen immer so blöd? Das ist doch eine ganz tolle Mikrowelle. Die war teuer. Das verstehe ich nicht. Die war richtig teuer. Warum ist die so, warum macht die so ein schlechtes Essen? Muss das so sein oder muss das so sein? Ich weiß es nicht. Oh, Hygiene, was haben wir denn da für ein Symbol? Der ist sogar schon schmutzig. So, wir haben ein ärgerliches Häufchen gesetzt. Der Lokus ist nicht explodiert. Aha. Du machst jetzt sauber, obwohl du dich selber sauber machen solltest. Ja, Junge. Komm mal in die Pötte. Du sollst nicht am Smartphone spielen. Du sollst duschen.
Und zwar hotisch. Kann nicht wahr sein, ja? Das ist die Jugend von heute. Gebt wieder Kohle. Malware-Abwehr-Plugin. Macht das Surfen im Netz für alle sicherer. Ja, dafür gibt es 10 Simoleons. Wenn das für alle sicher macht, kriegt nur 10 Simoleons. Also, das ist ja echt billig. Also. So. Danach darf er dann pennen gehen. Definitiv. Mehr passiert bei den Jungen heute nicht. Und Papa. Papa hat keinen Spaß. Warum hat Papa keinen Spaß? Oh, was ist hier los? Invertiert. Ein Sim. 24 Stunden keinerlei soziale Interaktion. Soziale Aktion ausführen lassen. Gut, okay. Warum willst du pennen? Wird hier nicht gepennt. Du bist noch recht wach. Das heißt, du darfst noch mal ein bisschen Spaß haben. Und zwar darfst du Spiel spielen. Am Anfängerturnier teilnehmen. Nee, Sims Forever darfst du zocken. Genau, mache ich auch gerade. Also, darfst mit mir leiden. Ja, vielleicht hast du auch Spaß, Weke. Ne? Mal gucken. So, der Sohnemann. Was macht die Hyäne? Die Hyäne hyänt. Das wird ein sehr später Tag heute. Oh Gott, das wird verdammt spät. Mann, Mann, Mann. Leute, das kann ja wahr sein. Der muss doch mal hier ein bisschen mal. Oh Gott, das wird wirklich spät. Junge, 21 Uhr ist eingestellte Schlafenszeit. Spätestens. Ja? Kann ja wahr sein hier. Oh, die Energy geht runter, Spaß hier drunter. Ja. Gut, hier innen hast du gleich Vollanschlag. Und dann kannst du ab in eine Falle. So, wie geht's Vater? Vater hat Spaß. Das heißt, er kann auch langsam schlafen gehen. Ist vielleicht nicht verkehrt. Wenn der Spaß dann voll ist, dann geht's dann ab in die Falle. Wie sieht's denn aus für arbeitstechnisch? 75% erledigt. Computernutzung. Der muss den Computer wirklich nutzen ohne Ende. Schauen wir mal. Mal weiter hier. Schubidubidu. Zählt das Zocken? Ich weiß das nicht. Schauen wir mal. Ah ja, scheint zu zählen. Und dann ist er hier voll im grünen Bereich. Ideale Stimmung konzentriert. Naja, konzentriert ist er jetzt nicht. Aber er darf theoretischerweise pennen gehen, genau. Das ist nämlich gleich 23 Uhr und das ist sogar für den werten Herr schon ein bisschen spät hier. Vor allen Dingen, weil er nächsten Tag arbeiten darf. In 12 Stunden. Das ist also ein schneller Schlaf. Ha? Genau, ab in eine Falle mit dir. Ja. Und das heißt also. Schubidu. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Genau, das war gewesen, was ich jetzt gerade sagen wollte. Und wenn es euch gefallen hat, macht ruhig mal einen Daumen nach oben. Wenn ihr ein paar tolle Ideen habt, was die beiden hier erleben dürfen. Und zwar, wir haben jetzt bald das Wochenende vor der Tür. Das ist ja jetzt nur noch der Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und da gibt es definitiv irgendwas Actionwürdiges. Ja? Das geht ja nicht anders. Ja? Zumindest bei den Jungen. Bei den Vater ist das ja ein bisschen verschoben. Da geht das am Sonntag erst los und bis zum Montag rein. Also, macht da mal Ideen und Vorschläge, was ich mit den beiden anstellen soll. Vielleicht darf er ja auch mal langsam mal eine Freundin kennenlernen oder er darf mal eine neue Frau kennenlernen. Schauen wir mal. Also, bis denne und ciao, ciao und einen schönen Tag.